Ist hier schon was kaputt an deiner Kamera, Matze? Wie kaputt? Sieht so aus, als wäre hier so ein Riss drin. Ach, grof. Ja, herzlich willkommen in Wiesbaden im Bodyfit 24. Das ist das Studio, wo ich mich immer mit meinem Coach treffe. Immer, kann man schon sagen. Seit 2013 schon so, gell? Ja, ein paar Jährchen jetzt schon. Treffen uns immer hier, weil das liegt für uns beide ganz günstig. Roland besucht seine Family. Die wohnt hier noch und das ist auch sein altes Studio, wo er früher trainiert hat. Und für mich ist es nicht ganz so weit und deshalb liegt das hier super in der Mitte. Und außerdem kann man hier auch vernünftig trainieren. Und außerdem stehen hier Palmen. Ja? Wie jeder weiß, in gutes Studio gehören ordentliche Palmen. Ich habe leider nur eine, der Rainer hat schon 10. Also muss ich noch ein bisschen mit Bodypower noch ein bisschen aufholen, palmenmäßig. Ja. Und wir haben, wie heißt die Farbe von den Geräten? Verkehrspurpur. Verkehrspurpurne Gym 80 Geräte, ne? Die gibt's gleich zu sehen. Genau. Bevor wir uns diese anschauen, kann der Rainer auch mal Hallo sagen. Ja, hallo, ich bin der Rainer. Betreiber und Inhaber des schönsten Studios in Wiesbaden. Rainer, ein paar Eckdaten zum Studio. Seit wann seid ihr eigentlich hier? Also das Studio existiert seit 1983. Seitdem an dem Standort hier? An diesem Standort, ja. In der Holzstraße in Wiesbaden, ja. Und ihr habt 83 schon mit, muss ich auch mal kurz hingehen. Also dieses, das schöne Drehkreuz hat hier eine... Das haben wir seit 94. Das geht nichts kaputt, okay. Ist das alles für Bodybuilder gebaut. Ja. Aber warum habt ihr das drin? Ja, weil ich war damals in Amerika, habe mir das angeschaut in den Studios. Da konntest du dann halt 24 Stunden trainieren und habe mich gefragt, warum kann man das in Deutschland nicht? Deswegen haben wir das halt hier in Deutschland in der Holzstraße eingeführt, weil wir sehr, sehr viele Kunden hatten, die Schicht gearbeitet haben und hatten die Möglichkeit gehabt, 24 Stunden zu trainieren, wann sie wollten. Und das 365 Tage im Jahr. Ja. Deswegen haben wir das halt eingeführt und es war genau die richtige Entscheidung, weil unsere Athleten sehen alle sehr gut aus. Sehr schön. Und wie läuft es bei euch mit Verträgen, Laufzeiten, Tagestraining, Tageskarten möglich und so weiter? Ja, wir haben Tageskarten, wir haben Zehnerkarten, wir haben Verträge für einen Monat bis 24 Monate. Sehr schön. Ja, wir haben flexible Laufzeiten, weil wir einfach dem Kunden die Möglichkeit geben möchten, uns kennenzulernen und nicht, dass er dann halt gleich einen langen Vertrag macht und vielleicht gefällt es ihm nicht oder möchte sich umorientieren. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir auch einen Monat. Da kann jeder mal reinschnuppern und anschauen, ist gut, gefällt mir. Und dann machen die meisten halt einen neuen Vertrag. Würdest du dich anmelden, wenn du in Wiesbaden wohnen würdest? Auf jeden Fall. Ja, also man, gut, ich bin jetzt, sagen wir mal, im Schnitt in der Vorbereitung einmal im Monat hier. Ne? Aber es ist immer eine angenehme Atmosphäre. Also es ist nicht so, dass man irgendwie... dass man allein hier am Trainieren ist und sich so verloren vorkommt. Es ist aber auch nie so, dass man irgendwo anstehen muss. Also ist für mich persönlich ist das halt so genau die richtige Mischung, ne? Dass man ordentlich trainieren kann. Trotzdem ist ein bisschen Stimmung da. Aber ja, so mit so den Discountern, muss ich sagen, hätte ich meine Probleme. Dann lieber so ein Studio. Sehe ich ganz genauso. Warum steht hier eigentlich der Ritter? Tja, das ist unser Hausritter, der uns ein bisschen hier begleitet und beschützt. Dann lass uns doch mal ein Ründchen drehen und mal hier die... Wie war die Farbe nochmal? Verkehrspurpur. Hat das Gym 80 damals gemacht oder hast du Gym das selber 80, gemacht? Ne? Echt? Das haben die angeboten? Original Gym 80, ja. Die haben so angeboten? Ja. Geil. Und das war zu dem Zeitraum, war das auch eine Farbe gewesen, die öfters verkauft worden ist. Ja? Ja. Okay. Die bleiben auch so, oder hast du vor, die Nummer zu ändern? Nein, die bleiben so, weil das einmalig ist, das ist ein Merkmal von uns und das hat kein anderer. Da haben wir ja noch ein altes Schätzchen entdeckt, hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nee, nicht immer. Ah, ganz neu. Also, dass er, wer nicht erkennt, das ist der Roland in jungen Jahren. Der Coach. Never say never, hat er damals auch schon geschrieben. Ja, guten alten 90er. Schöne Harley. Ja, also da haben wir Umkleide, Toilette, Sonnenbank, ist glaube ich, ist schon wichtig, aber ne, brauchen wir jetzt nicht zu zeigen, oder? Der was? Das ist ein Hausdrachen. Hausdrachen habt ihr auch? Ja, Hausdrachen haben wir auch noch. Wo? In der Umkleide, bei den Herren, an der Decke. Ja, da müssen wir doch zeigen. Hausdrachen muss ja auch. Hausdrachen gibt.
Spaß. See you tomorrow. Ach, das ist sowieso das schöne Ding, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Guck mal hier. Ja. Das ist ja richtig. Guck mal, ist ja richtig. Ey, ich hätte so eine Umkleide hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Wir wollten halt ein bisschen schöner haben. Hast du mal die Dusche angeguckt? Das ist schön hier auf die Fliesen. Ja, wo ist die Dusche hier drin, ne? Ja, ey! Hast irgendjemand interessieren die Fliesen oder was? Hast du die Dusche schon mal gesehen? Nee. Ja, guck doch mal. Also sehr gut aus. Normalerweise sprudeln die. Aber leider ist der Stein unten kaputt. Da muss ein neuer Stein und wir müssen das Ganze abbauen. Sieht trotzdem sehr schön aus. Ja. Also gibt es auch hier ein bisschen Wellness im Hardcore-Studio. Ja, so ein bisschen. Wir haben ja auch eine Sauna, eine kleine. Das hier ist wichtig. Gute alte Balkenwaage, das ist wichtig. Nicht die Fliesen an der Wand. Heute ist 17.07. Ja, die ist ein bisschen tricky, weil da fehlt der Nippel. Der ist schon ein bisschen verschlissen. Ja, so 115, ne? Deshalb, Leute, wenn ihr eine Balkenwaage seht im Studio und wollt ihr benutzen, man muss sie eigentlich immer anheben, diese Dinger, ja, und dann einstellen. Nicht so rüber. Genau. Ruppen. Wie gesagt, Palme ist wichtig. Also die hintere Schulter ist geil, die Seitenmaschine ist geil, aber es kommt dann schon drauf an, was du trainieren willst. Also es ist eigentlich im Großen und Ganzen alles da. Beinburger im Sitzen ist auch geil. Dann guck mal, hier wird sogar aus dem richtigen Shaker getrunken. Da ist das Richtige drin. Ja, sehr schön. Eher Arzt für Cola-Geschmack. Cola-Geschmack? Cola-Geschmack. Favorit? Bis jetzt ja. Hast du schon alle anderen was probiert? Nee, noch nicht. Ich trau mich nicht. Das ist alles super. Ja? Richtig gut. Also Ananas ist schon geil, aber ich weiß nicht. Mal probieren. Riskieren. Vielleicht gibt der David mir das ab. Oder so. Ja. Gym 80, 45 Grad Presse ist auch eigentlich Standard. Ding. Habe ich ja fast. Ja, leider gemacht. Nicht Standard. Na gut, in 80er, 90er war das Standard, ne? Ja, also da ist kein Vergang dran, ne? Die ja. Ist nach wie vor gut. Beinstrecker ist auch Standard. Also hier ist definitiv alles, was man so zum Pumpen braucht, ne? Er Kurzhanteln sehe ich da. Also ich glaube, ich noch nie benutzt. Ja. Bis 60 gehen. Also ich muss dazu sagen, ich habe fast immer, so wie heute auch, wenn ich hier bin, Roland Rücken trainiert. Ne? Das hat sich irgendwie immer so ergeben. Und deshalb habe ich manche Sachen dann hier wirklich noch nie benutzt. Ja. Da sind wir auch schon fast durch. Wie sieht euer Rückentraining so in der Regel dann aus hier? Ja, meistens so 4-5 Übungen. Macht Roland dann, was gemacht wird? Oder? Ja, ich lasse mich da ganz gerne ein bisschen treiben dann. Also Kopf aus und dann einfach? Genau, das ist gerade so eine Vorbereitung, ist mir das immer ganz angenehm. Meistens bin ich ja derjenige, der treiben muss. Und da schalte ich dann mal so ab. Ja. Also meistens zwei Zugübungen, zwei Ruderübungen und dann noch irgend so ein Finisher. Dann, genau, dann sind wir durch. Und dann mal gucken, ob ich heute noch Cardio machen muss. Können wir dann sehen. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass Roland vielleicht sagt, du darfst heute mal ein Steak essen. Ja, wäre auch schön, ne? Machen wir mal. Schauen wir mal. Rainer, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Studiobetreiber zu werden? Tja, wie bin ich dazu gekommen, ey? Ja. Damals, der Eigentümer von der Halle, der hatte dieses Studio hier eröffnet
hatte danach aber dann selber keine Lust mehr und dann niemanden gehabt, der das Studio führt. Und ich kam gerade aus dem Ausland wieder und hatte Zeit gehabt und da habe ich gesagt, okay, ich kann das dann halt so lange machen, bis er jemanden findet, der das Studio übernimmt. Und dann ist es dabei geblieben. Die Leute waren zufrieden gewesen. Es kam immer mehr. Mir hat das Spaß gemacht und ja, jetzt bin ich seit 94 hier. Eine schöne Sache auf jeden Fall. Mit genauso viel Spaß und Herzblut und Leidenschaft wie damals heute noch? Ja, damals habe ich selber noch ein bisschen mehr trainiert und auch mehr Zeit gehabt. Aber wenn man ein eigenes Studio hat, dann muss man sich halt um viele andere Sachen kümmern. Und da ist das Training dann immer ein bisschen weniger geworden. Was ich jetzt halt sehr, sehr viel mache, ist halt Herz-Kreislauf, Ausdauersport und nicht mehr so auf Masse. Man wird ja auch ein bisschen älter. Wie siehst du so die Entwicklung jetzt in den letzten Jahrzehnten als Studiobetreiber in der ganzen Szene? Und ja, leider, ich sag jetzt mal, die kleinen Studios, die privat betrieben werden, wenn leider immer weniger werden verdrängt von den Ketten, weil die Ketten gehen halt mit dem Preis runter und machen dann Masse. Das heißt, viele, viele Leute gehen in eine Kette trainieren, aber können gar nicht trainieren, weil sie überall nur anstehen und ja, Zeit vergeuden, werden also nicht ihren Erfolg jemals bekommen. Weil ich sag jetzt mal, wenn ich nicht nach Plan trainieren kann und kann da nicht richtig mich betätigen, dann, ja, dann wird es auch nichts. Ne? Viele Ketten haben halt auch nur Einweiser und keine Trainer. Das kommt noch dazu, weil nicht nur das Training, auch die Ernährung gehört dazu. Aus diesem Grunde immer unbedingt solche schönen Studios wie das Bodyfit hier unterstützen und hier bitte trainieren. Ne? Also liebe Revan-Zuschauer, ne? Mal hier ne? Supporten, ne? Vorbeikommen, anmelden, Vertrag machen, nur noch hier trainieren, nicht mehr im McFit und Co. Genau. Ne? Oder halt im Weißenturm, aber wer so mehr Richtung Hessen lokalisiert ist, der darf ruhig hier trainieren. Ja. Aber bist du jeden Tag hier oder bist du... Hast du auch mal? Ich bin jeden Tag während der Woche hier. Am Wochenende muss ich halt Büro machen, muss ich um die ganzen Sachen kümmern und Kundenverwaltung. Ja. Ist auch nicht deine Dani, oder? Das ist nicht meine Dani. Weil viele Grüße an Dani da steht. Ja, ja, das war für die Dani gewesen. Ach so. Wer ist denn die Dame? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du auch nicht? Nee, kann ich ja nicht mehr sagen. Schon so lange her. Also gleich den Boss fragen. Das ist so. Roland weiß es bestimmt noch. Der hat es ja von vorne gesehen. So, da, das war vor 25 Jahren das heute. Genau. Herzlich willkommen, Roland. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Foto. Wann war denn das genau? Das war ein Fotoshooting, das war 1994. Das war in der Vorbereitung für die Mr. Olympia. Und das war in Groß-Gerau. Das habe ich dann, der Horst Bartl, der hat ein Fitnessstudio in Groß-Gerau. Das ist ein Freund von mir und der hat das damals organisiert. Und das auf dem Foto, das ist jetzt seine Frau, die Chris. Wie ist Olympia 94 gelaufen? Ja, ich bin halt übersehen worden damals, klar. Und dann auf dem Grand Prix habe ich dann eine Woche später dreimal den fünften gemacht. Und da auf dem Foto habe ich, schätze ich, also ich habe so, glaube ich, 103 Kilo gehabt. Im Wettkampf hatte ich dann 102. 102? Ja. Was hat David 1994 gemacht? 1994? Ja, ich 14. Das war kurz bevor mein Bodybuilding Beginn. 95 habe ich meine erste Sportgewühl gekriegt und dann, ich habe 94 habe ich schon zu Hause so ein bisschen rumtrainiert, aber 95 habe ich dann richtig angefangen. Wann hast du Roland erste Mal wahrgenommen? 95. Direkt 95? Ja, da war ja, ich glaube, meine zweite, erste Sportgewühl, da war der Armin Scholz drauf, kennst du auch noch? Ja. Der war damals deutscher Juniorenmeister, Gesamtsieger und war so der kommende Star. Und das war die August-Ausgabe und ich glaube schon im September warst du dann drauf, glaube ich sogar. War, glaube ich, meine zweite Sportrevue. Da war ist der Roland Fünfter geworden bei der Night of Champions. 95, ne? 95. Ja, und da war er auf dem Cover drauf. Ich glaube, das war sogar diese September-Ausgabe. Also meine zweite Sportrevue, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Roland, weißt du noch, wie viel Cover du gehabt hast? Boah, nee, das weiß ich echt nicht. Nee. Ich habe das damals nicht so gezählt oder irgendwie heute so irgendwie gesammelt und so. Ich habe einfach gemacht und ja, das war damals auch noch nicht so jetzt mit vielen Bildern und alles wie heute. Ah. Leider. Schade, ne? Schade, echt schade, ja. War alles dokumentiert gewesen. Hätte ich viel mehr Bilder und hätte ich viel mehr so Trainingsvideos und alles. Also
Also jetzt heutzutage ist das viel besser, finde ich jetzt. Da kann man alles viel mehr festhalten. Quasi, da hat man später noch genug Material für die Zukunft und so. Ja. Aber ich habe leider viel zu wenig davon. Positiv überrascht. Ja, stand da im Regal, als ich kam, da dachte ich, das war irgendwie, das ist doch neu, das war das auch nicht immer da. Ja, Wahnsinn. Wenn man so überlegt, das ist jetzt schon, ja, das war auch im Sommer in der Vorbereitung. Ich denke, das war mitten in der Vorbereitung für die Olympia. Das müsste so ungefähr die Zeit wie jetzt gewesen sein. Die war damals, die Olympia war am 10. September 1994. Und ich denke, das war so in dieser Zeit, also das war genau jetzt. Weißt du heute noch den Tag? Also einen ganz genauen Tag weiß ich nicht, aber das war so mitten in der Vorbereitung. Meine Vorbereitung hat ich immer so... Ich meine vom Olympia. Ja, Olympia weiß ich genau den Tag noch, 10. September 94. Das vergisst man halt nicht. Genau. War ja dein Erster. Das war meine Erste und das ist echt im Kopf, also im Gehirn eingebrannt. Ja. 25 Jahre später trifft man sich hier. Und der Verrückte, David ist in Vorbereitung auf dem... Nicht auf den ersten, auf den zweiten Olympia. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Ja. Also kommt wieder alles zusammen. Ja, kommt alles zusammen. Ne? Ist echt der Wahnsinn. So, Supplements sind alle drin. Das heißt, gleich wird trainiert. Das war unser kleiner Studioreport hier aus dem BodyFit 24 in Wiesbaden. Wie gesagt, jetzt geht es gleich zum Training. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, ihr könnt mit dem Code Classic. Classic. C-L-A. S-S-I-C, also Englisch, könnt ihr 25% auf die ESN Topseller sparen. Link gibt es hier in der Beschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wir müssen jetzt trainieren. Guten Pump. Ciao. Nur ein bisschen schütteln. Ja, ich bin ja so ein bisschen auf stimulanzienfreie Booster umgestiegen. Hat man mehr Ruhe im Kopf, kann besser schlafen. Und der Pump, der ist, also muss ich sagen, Werbung hin oder her, aber der Pump ist brutal von dem Zeug. Ich würde sagen, wenn der Pump so brutal ist, dann würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Mit, ne? Das Eiweiß, was du letztens gebracht hast, das Flexpresso, das ist übrigens super, ne? Ach, hast du probiert, ja? Ah, Wahnsinn, also das, die Dagmar, die können sich da reinlegen, ne? Also das ist richtig geiles Produkt hier. Super. Hast du schon mit Eiswürfeln reingemacht? Geil, also richtig super Sache, ja. Echt, also wir wollen jetzt nicht schmeicheln hier, aber das ist wirklich gut, ne? Hat da schon ein gutes Produkt mit entwickelt. Ein super Produkt rausgebracht, echt. Ja. Der kann. Soll man sagen, ne? Ja. Ist wie es ist. Vielen guten Pump jetzt zum Wohl. Ich hätte gesagt, ihr müsst noch anstoßen, aber der ist ja schon leer. Oder ist das gut so? Passt schon. Prost. Gibt jetzt den Pump deines Lebens heute. Mhm.